Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei BMW TV mit unserem Berlinale Spezial. Die Berlinale, das bedeutet Stress pur für die Filmschaffenden. Damit alle sicher von A über B nach C kommen, dafür sorgt die Fahrzeugflotte von BMW. Ich bin jetzt gerade hier an der Volksbühne in Berlin-Mitte. Hier hat der bekannte und beliebte Schauspieler Armin Rohde einen Termin. Und statt gefahren zu werden, setzt er sich gleich selbst hinters Steuer. Grüß dich. Grüß dich. Schön, dich zu sehen. Auto hast du mitgebracht? Ja, ich wollte gerade sagen, von BMW Shuttle Service habe ich den 5er Gran Turismo besorgt und den kannst du jetzt Probe fahren. Die Idee könnte von mir sein, danke. Ehrlich? Ja. Komm, wie ist das grundsätzlich, Armin, bei Autos? Worauf achtest du? Worauf kommt es dir an? Ganz wichtiger Aspekt ist für mich immer der Komfort. Ich fahre 40.000 bis 60.000 Kilometer pro Jahr. Und da ist es wirklich wichtig, dass ich nicht vom Auto gequält wurde auf der Strecke. Wie ist es jetzt auf der Berlinale? Bist du schon viel unterwegs gewesen? Also wurdest du auch schon viel mit den Autos von A nach B gebracht? Oh ja, schon sehr, ja. Und das ist einfach schön, wenn man dann in angenehme Autos einsteigt und aus angenehmen Autos aussteigt. Ja. Die auch einen repräsentativen Wert dann haben. Weil ich glaube, das Publikum wäre auch enttäuscht, wenn man da mit irgendwas ankäme, was nicht auch was fürs Auge bietet. Du hast gesagt, während der Berlinale bist du unterwegs mit Größenwahn und Lampenfieber. Ja, das ist wohl wahr. Es ist so, dass 90% von der Arbeit, die wir machen, kennen Leute nicht. Man kennt nur die Ergebnisse, entweder die Theatervorstellung, den fertigen Film oder den Auftritt auf dem roten Teppich. Aber was auf dem Wege dahin passiert, das wissen die allermeisten nicht. Was Leute wissen von uns ist, dass wir lange schlafen, dass wir gerne Champagner trinken, uns öffentlich scheiden lassen oder auch nicht. Aber worin eigentlich die Arbeit genau besteht und wie es dazu kommt, dass ein Mensch dann irgendwann von sich sagen kann, so, jetzt bin ich Schauspieler, jetzt kann ich das auch, jetzt weiß ich, was man da zu machen hat. Das habe ich halt versucht, das sollte ein Buch für den Zuschauer werden, der sich denkt, was machen die eigentlich außer lange schlafen? Im Buch hast du geschrieben, reich und berühmt zu werden war für mich nie die vorrangige Motivation. Nee. Was war deine Motivation? Zu kapieren, was Menschen im Innersten antreibt und dann versuchen, durch das mich hineindenken in andere Leute, die so glaubhaft zu spielen, dass man glaubt, ich bin so wie das, was ich gerade gespielt habe. Und das größte Kompliment, das man einem Schauspieler macht, ist eigentlich, ihn mit der Rolle zu verwechseln, was mich am Anfang sehr irritiert hat und sogar fast schon gekränkt hat, wenn jemand gedacht hat, ich bin so wie das, was ich gerade gespielt habe. Genau, dann in dem Moment, wo es nicht mehr gespielt wirkt. Und das versuche ich halt in diesem Buch so auf amüsante Art und Weise darzustellen, dass man es auch kapiert, was da im schrägen Kopf von so einem Schauspieler passiert. Die Diva in der Kategorie Bester Schauspieler des Jahres geht an Armin Rohde. Ende Januar gab es für dich einen wirklich tollen Preis, den Entertainment Award Diva als bester Schauspieler 2009. Macht das nicht stolz? Doch, ja klar. Weil das ist, das versuche ich auch in meinem Buch zu erzählen, der Größenwahn Lampenfieber, dass das, was der Zuschauer nicht mitkriegt, also er sieht den fertigen Film, er sieht das fertige Theaterstück und dazwischen ist nicht allzu viel Glamour. Und wenn man dann mit so einem Preis gefeiert wird, dann ist das natürlich eine unglaublich schöne Anerkennung, die einem wieder deutlich macht, dass es sich lohnt, diesen Beruf auszuüben. Weil man macht ihn ja, um zu gefallen, um geliebt zu werden vom Zuschauer. Jetzt haben wir es gleich fast schon geschafft. Wir sind gleich schon bei deinem nächsten Termin, der BMW 5er Gran Turismo. Armin, was sagst du? Es wirkt sehr edel, sehr gediegen. Man hat das Gefühl, was Kostbares zu bewegen. Dann darf ich an der Stelle schon mal Dankeschön sagen für das schöne Gespräch und diese gute, sichere und angenehme Fahrt. Yes, ist jetzt leider schon zu Ende. Ja. Danke für deine Zeit. Also das war eine Probefahrt, von der werde ich sicherlich meinen Enkelkindern noch erzählen. Einmal quer durch Berlin und der Fahrer heißt Armin Rohde. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Vergnügen wie ich und ich freue mich auf Sie beim nächsten Mal. Morgen mehr bei BMW TV. Bis dann, gute Fahrt!